gerade mal über Jubiläen von Baumärkten und so sprechen, ne? Also so Baumärkte, keine Ahnung, die immer so alle 5 Minuten Jubiläum machen. Man hört immer in der Werbung, im Radio vor allem, wenn man mal Radio hört, das mache ich eigentlich auch relativ wenig, obwohl, naja, man hört es halt immer mal. Aber wenn man es mal hört, hört man ständig, ja, 25 Jahre irgendwas, wisst ihr so, 25 Jahre Rieger oder 25 Jahre Praktiker, ja. Und dann natürlich wieder 20% auf alles, außer auf Tiernahrung. Oh Mann, das hat auch so genervt, na ne? Gut, Praktika ist ja mittlerweile pleite. Also ist das auch keine Schleichwerbung, was ich hier machen könnte. Obwohl das eh keine Schleichwerbung ist. Ich erwähne es einfach nur, weißt du, das ist keine Schleichwerbung. Ich sage jetzt nicht, oh, ist voll gut. Sondern ich sag's einfach nur, weißt du, das kann man ja machen. So, habe ich eigentlich Monster an? Ja, ist sogar schon festgesetzt. Ach so, habe ich auf dem Server eingestellt. Okay. So. Okay, Monsters, wo seid ihr denn? Sieht gerade ein bisschen mau aus, ne? Was sind denn die? Ich habe mal letztens gehört, das hängt nicht nur davon ab, wie Schleime spawnen von den Mundphasen, sondern auch andere Monster. Vielleicht spawnen die ja nicht wegen der Mondphase. Es ist gerade abnehmender Mond oder zunehmender. Ich glaube abnehmender, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie rum die das hier in dem Texture Pack gemacht haben. So. Es sind echt null Monster da, ne? Wie in Craft Attack. Vielleicht habe ich da irgendeine. Also in Craft Attack 1, da waren immer so wenig Monster. Haben sich damals die Leute immer beschwert. So, ja, auf jeden Fall Jubiläen und so sind immer richtig nervig, weil man einfach ständig davon hört. Und es dient eigentlich nur als Lockmittel, so als Werbung, weißt du? Es entspricht manchmal vielleicht gar nicht der Wahrheit, weil man es wirklich nur noch hört. Und vor allem, die machen ja dann auch ständig Jubiläum bei 20 Jahren, bei 25 Jahren, bei 27 Jahren, weißt du? Bei 99, bei 100 Jahren, bei 88, keine Ahnung, überall. Oder bei, wenn es 2015 ist, bei 15 Jahren, ja. Da sind sie auch stolz drauf, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, das ist manchmal ein bisschen alles übertrieben. So, naja, ich weiß nicht, also, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es alles sehr dumm. Man hört ständig davon. Es nervt einfach nur. Und da merkt man halt wirklich so, dass es halt wirklich dieses Lockmittel nur sein soll. Und ja, das finde ich dann halt doof. Ja, kann man ja auch mal sagen. So. Auf jeden Fall. Ich wundere mich, warum ich gar nicht gestört werde, ey. Es ist schon fast zu ruhig. Ja. Vielleicht sind hier die Illuminaten, ja? Man weiß es nicht. Okay, habe ich das gerade mal wieder schlecht versucht nachzumachen, ja? Schlecht wie ich bin. Dum, dum, dum. Ich überlege gerade so. Ja. Ne? Schön. Okay. Hab gerade überlegt so, wie lange die Aufnahme noch geht und alles. Glaub noch so 10 Minuten. Ich glaube so 21:05 Uhr mache ich Schluss. Jo. Das ist eine ganz gute Zeit, ne? Findet er auch. Okay. Warum kommt denn hier nichts? Ich gehe mal in den Nether und guck mal da, ob da Pigmen sind. Oder Cubes oder was da alles gibt. Ghasts. Keine Ahnung. Soll es ja alles geben, hat man schon mal gehört, ne? So. Ja, dann gehen wir mal hin. Doch, hier spawnen Pigmen. Meine einzigen Freunde. Ja, kommt her. Ich hab niemanden außer euch. Gedreckt. Alter. Wie schnell die einfach tot. Wenn man die one-hittet, ne? Wären die anderen noch gar nicht aggressiv. Okay, der war jetzt nicht one-hit. Da ist ein Ghast. Ein Jest. Ah, ich habe keine Pfeile mit. Na, seid ihr wütend? Habt ihr eh keine Chance, hä? Würde ich mal sagen, so. Ganz pauschal.
Oh, jetzt wird's mir aber ein bisschen ungemütlich hier. Muss ich ja schon zugeben, so. Man hätte jetzt voll gut zurückballern können. Ja, ja, Zombie-Pigment, ne? Man kennt sie. Niemand mag sie. Okay, ich bin ja schon weg. Mann. Nervt nicht so rum. Ich hoffe, die sind nächstes Mal nicht noch aggro. Kurz was essen wieder. Dann schnell hier weg. Es ist ein dämonischer Ort, ja. Da müssen wir schnell verschwinden. Dieser Ort ist zwar gut, doch ist nicht schön. Ach ja, ist auch schon wieder alt, ne? Ist gar nicht mehr so witzig. So, warte mal. Keine Ahnung, warum ich ja singe. Man weiß es nicht genau. Vielleicht liegt es ja an Fasching. Ja, Fasching ist ja auch so eine Sache. Oh, gerade die spawnt, habe ich gesehen. Hab's genau gesehen. Aber es juckt mich nicht. So. Hab ich alles wieder, jo. Diese 3D-Textur verwirrt manchmal echt, ne? Ja, aber so Fasching, muss ich sagen, ist auch nicht so meins. Also ich weiß nicht, da habe ich schon Besseres gesehen, ne? Vor allem immer diese Sprüche, Allah, Fellau. Ach, Alter, so dumm. Ich weiß nicht, zum Glück ist der Scheiß wieder vorbei, wenn ihr das Video seht. Seid froh. Ich habe das schon immer gehasst, schon als kleines Kind. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich fand schon immer dumm, auch Halloween, so sich verkleiden. Ich weiß nicht, das finde ich einfach nur dämlich. Ja, ist halt meine Meinung. Selbst wenn man sich als, keine Ahnung, ich bin noch nicht so der Schauspieler, muss ich ehrlich sagen. Der sich so gerne verkleidet. Ich weiß noch. Oh nee, das erzähle ich jetzt lieber nicht. Oh nee, damit in der 6. Klasse, ne? Oh, das war so schlimm. Leute, die das, jetzt aus meiner Klasse sehen, die wissen natürlich, was ich meine. Wo ich mich damals so peinlich. Oh nee, das sage ich lieber nicht. Oh Mann. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein, Alter. Habe ich mir lange nicht mehr drüber nachgedacht. Wahrscheinlich so verdrängt, weil es so schlimm war. Nee, so schlimm war es auch nicht, aber ich will es jetzt hier nicht erzählen. Es passt einfach nicht. Ja toll, jetzt spawnen sie hier, Alter. Was ist los mit euch? Habt eh keine Chance gegen mein Bann-4-Schwert oder was das ist. Ne? Jo, richtig. Einmal richtig gelegen im Leben. Gut, hier haben wir schon mal eine gute Bucht, aber ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen ran. Das ist noch ein bisschen zu dünn. Ne? So. Okay. Oh, das Schwein, habt ihr das gesehen? Guck mal da, das sind das Dreieck da. Seht ihr das? Das ist ein Illuminat. Okay. Ja, in letzter Zeit geht es mir mal ein bisschen durch und den Illuminaten, ja. Ich like jetzt auch immer so Videos von Illuminaten und MRG und bla. Die ganze Kacke da. Ich weiß nicht mal, was MRG bedeutet, aber ich gucke es einfach gerne, weißt du? Ist einfach das Beste. So Suck Life und so, weißt du, und so ist schon eine coole Sache, so. Vor allem dieser Typ, der seinen Arm so komisch schwingt, als ob er so epileptische Anfälle hat. Weißt du, so. Sieht's manchmal aus. So. Oh, Baby, it's a triple. Ja, das kenne ich auch. Weiß nicht mal, was das heißt. Oh Mann. Ja, ich bin halt nicht so der Gamer auch. So. Außer halt hier ein bisschen Minecraft, ne? Zock ich nicht. So krasse Sachen. Ja, ich weiß nicht, ich bin halt nicht so der Typ dafür. So, hab aber auch alles schon ein bisschen oft erzählt alles, ne? Muss jetzt hier nicht noch tausendmal aufgreifen. Aufgreifen, ja.
Wir griefen wieder. So. Ich würde ganz gerne erstmal hier die Stacks rauswerfen. Damit das hier nicht alles so einzeln rumliegt und ich das schon mal zusammenfassen kann, so. Ja, zusammenfassend kann man sagen, ja. Das ist immer so ein Satz. Echt. Ja, keine Ahnung, warum ich hier das gerade sage. Ich verstehe es selber manchmal nicht. So, manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich einfach kurzzeitig geistig behindert werde. Und dann gibt sich das aber auch wieder. Aber nur so ganz langsam, weißt du? Das dauert dann immer so 24 Stunden, bis das wieder gut ist. Und dann, allerdings eine Stunde bevor das wieder gut ist, werde ich wieder geistig behindert und das ist so ein ewiger Kreislauf, weißt du? Deswegen wird es einfach immer schlimmer. So gesamt gesehen, weißt du? Ja, das war auch schon wieder so eine dumme Scheiße, die ich hier von mir gebe. Ich verstehe es nicht. Okay, ich würde sagen, ich kann ja den Müll erstmal hier liegen lassen und die ganze Erde, die natürlich teuer ist und mir kostbar, ja. Und das Holz natürlich total scheiße. Das lasse ich erstmal alles hier. Weil ich erstmal nur das, die Erde mitnehmen will. Okay, da haben wir nichts mehr. Da kann ich die nämlich schon mal rausballern. Kartoffeln habe ich auch keinen weiteren Stack mehr. Da war mir aber so. Von der letzten Aufnahme her noch. Und irgendwie zische ich gerade übelst, wenn ich so ein S-Laut mache oder so. Ist auch voll komisch. Alter, guck mal, schmier das so ein Illuminatenschwein. Das ist bestimmt der Komplize von dem vorhin. Gibt's ja wohl nicht. Gleich weg damit. Das sind Beweismittel hier. Endlich können wir die Illuminaten konfirmen, ja. Das ist mega wichtig auf jeden Fall. Ey, ich dachte schon, geht nicht auf. Ich dachte schon, das Spawn Protection oder was? So. Zack, haben wir alles. Das Zuckerrohr. Da. Die Blumen und die ganze Kacke. Die sortiere ich später aus. Oh, da ist wieder ein Illuminat. Nein. Sah gerade so aus. Hab gerade nur dieses Auge gesehen. Weißt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ist das eigentlich entstanden mit diesen Illuminaten und allem. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da drüber vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so mal einen Fernsehbericht gesehen, so. Da habe ich das erste Mal von Illuminaten gehört, ja. Da wurde das in. Nee, das wurde erst viel später in. Und zwar gestern. Das weiß ich noch genau, als ob es heute wäre. Oh Mann, was rede ich wieder von der Kacke? Ich bin heute auf jeden Fall nicht aufnahmetauglich. Nicht wirklich. So. Vielleicht ist ja trotzdem unterhaltsam, man weiß es nicht. Was die Menschen heutzutage so alles interessiert. Naja, ich würde sagen, ich beende die Aufnahme dann mal und ich versuche nochmal demnächst halt die Erntemaschine anzufangen. Da versuche ich mir mal ein paar Ideen zu holen. Und auch möchte ich mir unbedingt mal Hasen holen. Ja, das wären so die Ziele für die nächsten Folgen, Aufnahmen und halt die Leute, die wir da zuholen wollen. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Und, oh, kurz strecken. Ja, ich würde sagen, wir hören, sehen, sprechen uns dann mal wieder in der nächsten Aufnahme. Das hier ist jetzt schon Folge 224. Ist schon krass, ne? Haben schon viel gemacht, aber nun gut. Gut. Machen wir am Dienstag weiter, würde ich sagen. Ja, das hier ist ja wieder eine Sonntagsfolge. Und, okay, bevor ich jetzt noch 1000 Jahre rede und ich schon wieder merke, dass ich hier über mein Kabel gefahren bin, von meinem ewig langen Headset, beende ich die Aufnahme. Haut da rein. Bis dann. Und tschüss, sagt euer Textmark. Mit einem leeren Hintergrund. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Ciao.